Hallihallo. Ja, schöne trainierte Beine sind natürlich nicht nur wichtig im Winter zum Skifahren, sondern auch im Sommer zur Bikini-Figur gehören schöne schlanke Beine. Deswegen habe ich euch heute ein kleines Beinprogramm zusammengestellt. Wichtig ist, immer gut aufwärmen vorher, also 10 Minuten irgendwie auf der Stelle laufen, damit man auch wirklich den Kreislauf und die Muskulatur schon ein bisschen in Schwung hat. Fangen an mit der ersten Übung, eigentlich die einfachste und gängigste, die ganz normale Kniebeuge. Ich überkreuze die Arme immer so, stelle mich hüftbreit hin, die Zehenspitzen leicht nach außen und dann kann man auch schon loslegen. Auch hier wichtig, Bauchspannung. Nicht nur bei Bauchübungen braucht man Bauchspannung, sondern auch bei der Beinübung. Also hier nicht irgendwie rumwackeln und kippen, sondern wirklich hier die Spannung halten. Und ich mache immer so 20, 25 Wiederholungen. Oder wenn man lieber auf die Stoppuhr schaut, um die 40 Sekunden. Davon dann 2 bis 3 Serien mit immer ein bisschen Pause dazwischen. Auch die zweite Übung ist nicht schwierig. Gleiche Ausgangsposition, vielleicht ein klein bisschen breiter von der Beinstellung her. Wie bei der Kniebeuge nach unten gehen, Arme wieder hierher und dann abwechselnd nach links und rechts. Mit dem Hintern schön tief bleiben und wirklich Entlastung immer auf dem gestreckten Bein, sodass das komplette Gewicht auf die andere Seite geht und möglichst tief. Auch hier wieder 40 Sekunden oder man zählt einfach mit. Das muss jeder auch ein bisschen individuell für sich entscheiden. Es geht immer so ein bisschen nach dem subjektiven Anstrengungsgefühl. Es soll nicht zu intensiv sein, aber ein bisschen brennen darf es natürlich schon. Dritte Beinübung ist jetzt mal ein bisschen schwieriger. Hat auch was mit Balance und Gleichgewicht zu tun. Und zwar stellen wir uns mit einem leicht gebeugten Bein auf ein Bein, strecken die Arme nach vorne und das andere Bein nach hinten. Versuchen wirklich möglichst stabil zu stehen. Also man sieht es, ich wackele hier auch ganz schön. Das ist echt eine anspruchsvolle Übung, die sehr gut hier in die Beine und auch ein bisschen ins Hinterteil geht. Und ja, man kann es entweder einfach statisch halten oder eben beweglich. Man kann auch mal die Arme zur Seite rausnehmen. Natürlich brauchen wir auch hier einen Seitenwechsel, denn immer beide Seiten gleichmäßig zu trainieren ist wichtig und sinnvoll. Ich mache so um die 10 bis 12 Wiederholungen pro Seite, aber für den Beginn, um das Ganze sauber auszuführen, reichen wahrscheinlich auch 5 bis 6. Weitere coole Videos mit noch mehr Fitnessübungen habe ich euch verlinkt. Am leichtesten habt ihr es natürlich, ihr abonniert einfach den Otto-Channel. Ansonsten freue ich mich über eure Kommentare und ein fettes Like und Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.